Herzlich willkommen beim M&K Werbewoche Podcast of the Record. Ich freue mich, dass wir heute die Chefredaktorin der Annabelle zu Gast haben, und zwar ist das Jacqueline Krause-Blouin. Herzlich willkommen, Jacqueline. Schön, dass du bei uns bist heute. Danke für die Einladung. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Also die Annabelle, die hat ja Wellen geschlagen, und zwar jetzt nicht erst seit letzter Woche, auch nicht seit letztem Monat, sondern eigentlich schon eine ganze Weile vom Verkauf der Tamedia. Eure Zwischennutzung, jetzt habt ihr neues Zuhause gefunden, ihr habt gelauncht mit einem neuen Magazin, die Webseite ist gelauncht. All diese Dinge wollen wir heute besprechen und noch viel mehr. Fangen wir mal an mit dem Magazin. Wie sind denn die Reaktionen jetzt auf den Launch? Also genau, wir haben jetzt, also im Moment ist es eine Woche her, seit wir rausgekommen sind. Und aus der Branche klingt es super. Da war ich schon mal froh, das ist ja immer so die eine Seite. Also auch die, keine Ahnung, die Fotografen, die Grafiker, der Werbemarkt. Und dann ist noch mal was ganz anderes, die Leserin. Und manchmal deckt sich das auch nicht. Deswegen war ich sehr gespannt, wie denn da die Reaktionen sind. Die kommen jetzt und die sind zum Glück sehr, sehr positiv. Also wirklich, wir haben ja ein bisschen was gewagt mit der Neuausrichtung, mit dem Layout. Ich kenne das von mir selbst, dass ich manchmal, wenn man an was gewöhnt ist, dass ich dann nicht immer unbedingt gleich so, yay, hooray, neues Layout schreie. Aber es kam extrem gut an und auch durch diverse Altersgruppen, was mir halt auch wichtig ist, was bei uns immer so ein bisschen die Challenge ist. Ja. Weil wir halt ja so viele Frauen ansprechen von irgendwie 20 bis 80 und die oft halt eine ganz andere Ästhetik, ganz andere Referenzen haben. Aber doch. Insgesamt kommt es gut an. Ja. Ah, das ist gut. Was habt ihr denn eigentlich so, was sind die bahnbrechendsten Veränderungen, die ihr gemacht habt? Also abgesehen vom Layout, oder? Naja, also das Layout, ja. Das Papier. Genau. Also das Layout ist schon mal extrem anders. Also es ist sehr reduziert. Vorher war bei uns sehr, sehr viel los, sehr viele kleine Bilder und viele Schriften und Farben und irgendwie so. Sehr verspielt. Und jetzt ist es sehr reduziert. Also mein Ding war so reduced to the max. Ich wollte dadurch ja, dass es eleganter kommt, dass es aber auch souveräner, selbstbewusster, einfach eine noch selbstbewusstere, modernere Frau. Also das ist schon mal, da kann man echt von einer großen Veränderung sprechen. Dann beim Cover sieht man auch, es ist alles komplett aufgeräumt. Wir haben, ich bin immer der Überzeugung, dass das Bild für sich sprechen muss. Ich hab's nicht gerne, wenn man dann noch 100 Sachen draufschreiben muss, weil das soll doch eigentlich schon stark sein in diesem Bild. Und da haben wir extrem aufgeräumt. Und ich finde, das funktioniert gut. Auch eben, das hast du eben erwähnt, das neue Papier. Mhm. Ich habe es in der Hand gehabt. Ja. Das ist wirklich toll. Das hat so eine leichte Struktur. Ne? Genau. Man fühlt das richtig. Mir war das sehr wichtig, weil das nochmal sehr wertig ist. Mhm. Weil das so, weißt du, wenn du dich hinsetzt und du entscheidest, okay, ich lese jetzt Print, dann muss es doch auch irgendwie ein wertiges Produkt sein. Genau, so wie ein haptisches Erlebnis, und dass du nicht einfach diese, ja, so ein Heftchen zum danach wegschmeißen, sondern eher zum Behalten, zum vielleicht auch so sammeln. Auf den Kaffeetisch genau, legen. Genau, der Coffee-Table-Effekt. Das verstehe ich, genau. Du hast gerade angesprochen, die Leserinnen, dass ihr von 20 bis 80 alle Leserinnen ansprechen möchtet. Wie ist das im Moment, oder besser gesagt, wie ist das aus der Vergangenheit gewesen? Wen habt ihr mit rübergenommen und wen wollt ihr jetzt versuchen, zielgruppenmäßig noch ein bisschen zu erschließen? Ja, seit ich übernommen habe, kann man sagen, dass ich auch noch ein bisschen jünger werden möchte. Okay. Aber das ist halt, das Ding ist, ich möchte die Leserin, die wir haben, und das sind wirklich verschiedene Generationen, oft liest die Mama mit der Tochter und sogar noch die Großmutter, dass die halt erhalten bleiben. Das ist die große Challenge. Und ja, man kann schon sagen, dass ich möchte auch die Millennials und die Generation Z noch dazu holen. Mit noch mehr Popkultur, mit noch kontroverseren Meinungen, mit natürlich auch dem Update unserer Seite, unseren Social-Media-Kanälen. Genau, das ist ja, wollte ich jetzt auch noch ansprechen. Das eine ist ja das Print-Produkt, was so Luxus und wo man sich Zeit nehmen soll. Das andere ist die Website, die
Genau, fürs schnelle Durchscrollen und eure Social-Media-Kanäle. Wie würdest du das einordnen mit dem Politischen? Ich habe gelesen, dass du sagst, du möchtest ein bisschen politischer werden mit der Annabelle. Was hast du das Gefühl, dass die Zielgruppe das gutiert? Ja. Oder dass das eher so ein bisschen darauf stößt, dass die Leute sagen, wir wollen eigentlich Fashion und jetzt bleib doch einfach mal dabei. Sonst lese ich ja meine Tageszeitung. Genau. Ja. Ich weiß, was du meinst. Also was halt, glaube ich, der Schlüssel ist, ist, dass wir nicht parteipolitisch arbeiten, sondern dass wir immer um Frauenanliegen kämpfen. Und da, glaube ich, kommen viele von uns auf einen Nenner in dem Moment, wo es halt um Gleichberechtigung geht, um alles, was uns Frauen bewegt. Und ich würde nie jemandem vorschreiben wollen oder sagen wollen, du musst das und das stimmen. Aber da treffen sich auch ganz viele Generationen von Frauen. Richtig. Und das ist natürlich auch ein toller Kanal von euch, um Frauenthemen zu besprechen, jetzt mal eben nicht parteipolitisch, sondern einfach die Fakten zu klären. Und da will ich jetzt auch gleich drauf kommen. Es gibt ja diese tolle Studie, die ihr in Auftrag gegeben habt, zusammen mit Sotomo. Genau. Und da haben 6.000 Frauen in der Schweiz, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, wie es ihnen momentan geht zu verschiedenen Themen. Mhm. Ich habe die gelesen und es sind ja teilweise erstaunliche Dinge rausgekommen. Auf der einen Seite hat man sich denken können, aber auf der anderen Seite auch Dinge, die einen auch erstaunt haben, so in traditionellen Antworten eigentlich. Was hat dich jetzt am meisten erstaunt? Also mich hat am meisten erstaunt, dass wir haben die Frage gestellt, wenn du dir aussuchen könntest, wie soll euer Modell sein in einer Familie? Also wie viel arbeitet der Vater, wie viel arbeitet die Mutter? Also frei von jetzt Einkommen oder einfach if you could choose. Und dann haben die Frauen gesagt im Durchschnitt, sie würden 50% arbeiten und der Mann solle bitte 80% arbeiten. Okay. Und so ist es ja auch im Spiegel ein bisschen die Realität, zumindest bei den Frauen, dass die viele halt in 50 oder weniger arbeiten. Und beim Mann ist es so, dass die meisten ja Vollzeit arbeiten. Da wünscht sich also die Schweizer Frau eine Reduktion, aber halt immer noch auf so einem sehr, sehr bürgerlich-traditionellen Modell, was ich zumindest mal in Frage stellen möchte. Weil mir passt es nicht so, also ohne jetzt, ich verstehe, woher das kommt, man versucht auch seine Lebenswelt zu verteidigen natürlich in so einer Umfrage, aber ich möchte das mal in Frage stellen, dass die Frauen sich so als primäre Caregiver so diese Rolle so zementieren. Mhm. Ich finde, da müssen wir auch reden und vielleicht ein paar Dinge auch neu verhandeln. Ja, und auch auf der einen Seite, du bist ja auch Mutter geworden und du bist Frau, du bist Chefredaktorin. Im Grunde verkörperst du die moderne Frau schlechthin nach außen. Ja. Und wie ist das bei dir? Also wenn du mit deinem Kind zusammen bist und du weißt, du hast jetzt einen langen Arbeitstag vor dir und wie geht dir das? Wünschst du dir dann manchmal hinten drin im Köpfchen auch, eigentlich wäre das gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt auch 50% arbeiten könnte? Also ich habe diese Tage total oft, dass ich denke, oder wenn sie mir irgendwie am Bein hängt und sagt, nein, Mami, nicht arbeiten, dann zerbricht er mir das Herz. Und ich bin total, also wie glaube ich alle erwerbstätigen Mütter, total zerrissen. Ständig ist es ein Struggle und ständig ist es ein sich neu die Frage stellen, stimmt das für mich noch, stimmt das für uns als Familie noch? Und genau. Und unterhältst du dich da mit deinem Partner auch drüber und redet ihr über das? Weil ich meine, im Grunde genommen verkörperst du all das, was die Studie auch gefragt hat. Ja. Und wenn man ehrlich ist, dann ist es eben so, dass es nicht immer gleich ist. Also man kann diese ganzen Schlagwörter, starke Frau, das und das und das, das ist ja im Grunde genommen alles schön und gut, aber im Endeffekt ist man ja immer noch in sich drin eine Person mit eigenen Gefühlen. Ja. Wie bringst du das zusammen?
Also ich glaube auch gar nicht, dass ich ein Role Model bin in der Hinsicht, nur weil ich Vollzeit arbeite und ein kleines Kind habe, weil ich halt überhaupt auch nicht die Patentlösung habe. Ich habe das Glück, dass mein Mann zu Hause ist, mehrheitlich. Er ist Schauspieler, also wenn er dreht, sind wir komplett aufgeschmissen. Er war letztens ein paar Wochen in Ungarn. Und wenn da meine Mutter nicht wäre, die ich dann hinzuziehe, dann würde das nicht gehen. Also ja, also ich habe selbstständig Zweifel, ob das noch okay ist, ob das zu ist. Aber vielleicht ist das genau das Role Model. Vielleicht dass ist man drüber es das redet. Einfach, dass man in Verhandlung ist mit allem. Ja. Also ich glaube eben genau, dass du schon das verkörperst, weil du eben auch hinterfragst, weil du nicht jeden Tag gleich gut drauf bist, weil nicht immer alles perfekt ist. Ja. Das ist ja eigentlich das Nervige. Ja, finde ich auch. Ne? Auch auf Instagram oder so, diese perfekten Mütter, wo du denkst, wie zur Hölle machen Ganz sie das? Ganz genau. Und genau dagegen geht ja eigentlich auch, dass ihr wolltet wissen, wie es wirklich ist. Ihr habt Antworten erhalten. Ihr habt aber auch Antworten erhalten, die euch gezeigt haben, dass zum Beispiel die jüngeren Frauen sich sehr stark feministisch empfinden. Ja. Und dass das Wort Feminismus eigentlich nicht mehr sowas ist, Jesus latschen und irgendwie BH verbrennen. BH verbrennen, genau, lass die Brüste hängen, dass das nicht genau nur das ist. Und das hat mich auch gefreut, dass das Wort eigentlich angekommen ist in der Moderne. Ne? Ja, das kam ja raus, fand ich auch interessant. Das heißt, der sogenannte Emma Watson-Effekt wurde das genannt, weil eben Emma Watson ist so ein klassisches Vorbild in der Hinsicht, die halt eine wunderschöne, tolle weibliche Frau, die aber sehr, sehr stark für Frauenrechte einsteht und auch keine Angst hat, da als einige der wenigen von Hollywood-Stars den Mund aufzumachen. So. Und dass das ankommt, freut mich auch. Mich hat es ehrlich gesagt gewundert, dass sich so wenige von den 30-plus Frauen als Feministin bezeichnen. Und ich glaube, es liegt am Begriff. Genau, das glaube ich auch. Es ist nur das Wort, weil die Einstellung, glaube ich wirklich, ich kenne so viele Frauen, zum Beispiel meine Mutter, die wird 65, die in all ihren Mindset ist sie definitiv eine Feministin, aber ich glaube, sie hätte auch ein bisschen Mühe mit diesem Begriff, weil der immer noch so ein bisschen negativ konnotiert ist von früher. Das ist so, ne? Ja. Der hat sowas von Emma und von irgendwie Kampflesbe Anti-Männer und Anti-Männer, genau. Und das stimmt, ja. Aber deswegen freut es mich, dass die junge Generation das eigentlich, dass das verschwimmt, ne? Dass sie wirklich sagen, ich bin auf jeden Fall Feministin. Ja, und viele Männer ja auch. Ja, genau. Viele junge Männer, die sich absolut als Feminist bezeichnen, das gefällt mir auch besonders. Und ich glaube, dass wir da auch eine wichtige Rolle haben als Annabelle, dass wir halt das endlich mal, dass das in den Köpfen ankommt, dass sich eine moderne Frau genauso für das politische Weltgeschehen interessieren kann, wie für die aktuellste Designer-Kollektion. Und dass sich das halt nicht ausschließt und dass sie deswegen nicht ein blödes Püppchen ist, ganz wenn sie sich für Lifestyle interessiert. Richtig. Wie ist denn das mit den Männern? Also die Welle, die lila Welle, die über uns rollt, die ist super. Und die soll auch nicht abflachen. Das ist jetzt die Zeit und das wird, glaube ich, auch nicht mehr enden. Und das ist auch gut so. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass die Männer so ein bisschen wie auf dem Surfbrett abhängen und die Welle nicht kriegen. Und wie siehst du das? Du hast ja einen Partner zu Hause, der das mit dir lebt. Ja. Und wenn ihr euch unterhaltet, empfindest du ihn da auch manchmal als zweifelnd? Oder wie empfindet er sich in der Männerwelt? Mhm. Also, mein Mann ist Amerikaner. Mhm. Ich glaube, da ist es noch mal ein bisschen, also da gibt es mehr Hausmänner als in der Schweiz. Okay. Oder zumindest in den Städten. Mhm. In Kentucky ist es ja wahrscheinlich auch noch mal anders. er hat schon auch seinen Struggle gehabt damit. Also er meinte, dass er dann, wenn er mit der Babytrage unterwegs war, morgens jeden Morgen den gleichen Weg und da die Bauarbeiter ihn auch irgendwie mal einen Spruch reingedrückt haben. Gepfiffen haben sie wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das dürfen sie auch nicht mehr. Okay. Ja, also da ist schon noch
richtig viel Arbeit für uns. Das glaube ich auch. Und auch die Männer irgendwie das Selbstwertgefühl. Also wir reden, wir sind jetzt hier Frauen und wir reden natürlich über die Annabelle und über Frauen und über die lila Welle. Und trotzdem habe ich manchmal so das Gefühl, dass, ich habe das heute auch gerade im Radio gehört, dass es gibt auch eine Männerdebatte, die gleichzeitig stattfinden sollte, weil die Männer müssen ja ihren Platz in dieser Welt sich auch wieder irgendwie zurechtruckeln. Absolut, absolut. Und erst dann glaube ich auch, dass es diese Ausgeglichenheit dann im Endeffekt geben kann, wenn das einfach selbstverständlich ist. Sehe ich genauso. Deswegen habe ich auch, ist auch meine Idee, dass wir im Anschluss, also demnächst mal, eine Männerumfrage lancieren. Toll. Und dann halt schauen, wo decken sich die Probleme, wo klafft das auseinander. Und dann kann man doch erst richtig verhandeln. Ich finde das eine super Idee. Ja, ich brauche noch das Geld. Ja. Anyone. Ja. Wie ist es eigentlich bei dir? Wie bist du sozialisiert? Du hast über deine Mama geredet und gesagt, dass sie eigentlich auch so eine Feministin ist, die vielleicht das Wort nicht verwendet, aber in Mind. Mhm. Bist du sozialisiert worden, sodass du dir das, was du heute hast, erkämpfen musstest? Oder ist dir das mitgeliefert worden, so die Gleichberechtigung? Lustigerweise ist es mir, es ist mir total mitgeliefert worden in den Werten, die wir hatten. Mhm. Aber wir hatten das komplett klassische Familienmodell von meinem Vater, hat nonstop gearbeitet, also war wirklich oft auch gar nicht da. Und meine Mutter war zu Hause komplett, also Hausfrau. Sie hat erst wieder gearbeitet, als ich irgendwie 12 war oder so. Und trotzdem hat sie aber, also sie hat so viel Wert auf unsere Bildung unsere Ausbildung und unsere Zukunft gelegt. Also, und sie hat noch nicht einen Tag hinterfragt, dass ich halt so berufstätig bin und so viel berufstätig bin und ein Kind habe. Obwohl sie manchmal schon, sie hat schon, manchmal haben wir so Diskussionen, dass sie sagt, ihr jungen Frauen, ihr wollt einfach alles gleichzeitig und irgendwann landet ihr alle in der Klinik, weil ihr euch einfach so überarbeitet. Mhm. Also, naja, also ganz, ja, so da, ganz von ungefähr kommt es ja, genau, auch nicht, dass sie das sagt. Sie hat natürlich auch in ihrem Alter ein bisschen so einen von oben Blick schon. Ja. Und da ist vielleicht auch was dran. Kann ist man total vielleicht was auch, dran. Genau, kann man vielleicht auch drauf hören. Aber im Endeffekt muss es ja für einen selber, muss es ja irgendwie mit sich abmachen. Ja. Und sie ist aber da total offen, also für, sie sagt, sehr modern in ihrem Denken, deswegen, und eben ohne sie würde dieses ganze System nicht funktionieren, ne? Ja, genau. Und das ist auch ja so schade, dass das alles Privatsache ist. Mhm. Also das ganze System Familie ist eine Privatangelegenheit, was ich schon per se falsch finde. Okay, erklärst du mir das ein bisschen genauer, wie du das meinst? Ja, also ich glaube, unser gesamtes System hier in der Schweiz ist darauf aufgebaut, dass wir Kinder haben, dass die unsere, keine Ahnung, Rentensystem zum Beispiel. Aber dann, wenn die Kinder da sind, dann muss man einfach selber damit klarkommen. Dann muss man Kita bezahlen für richtig viel Geld oder sonst irgendeine Lösung finden. Oder halt dann eben nicht arbeiten oder wenig arbeiten, hat aber dann im Alter ein finanzielles Problem, oft als Frau. Und da finde ich, haben wir echt auch noch strukturell. Da ist noch Luft nach oben, ne? Ja, das ist so. So Elternzeit. Genau. Ich meine, du kennst es aus Deutschland, da ist es einfach. Ja, ich habe natürlich beide Kinder hier in der Schweiz schon bekommen und ich bin aber dadurch, dass ich aus Deutschland bin, war ich schon auch erstaunt, dass es keine Kita gab. Ja. Vor 24 Jahren, als mein Sohn geboren wurde, habe ich irgendwie gedacht, und jetzt? Ja. Und gab es aber echt noch keine Kita? Nein, da gab es einfach keine, es gab privat, also es gab andere Mütter, die haben dann sozusagen in ihren Kreis die Kinder aufgenommen, wenn man arbeiten ging. Aber es war nicht selbstverständlich und da ist auf jeden Fall schon ganz viel gegangen, kann ich jetzt sagen, weil ich bin ja älter als du und dadurch weiß ich auch, dass es eben noch anders war. Ja, ja. Aber natürlich ist da noch ein Riesenweg nach oben und sehr viel Platz. Ne? Ja. Die Zielgruppe, darüber haben wir gesprochen, dass du auch möchtest, dass eigentlich sich ältere Frauen identifizieren mit eurem Blatt. Wie habt ihr das geregelt bei euch, die freien Mitarbeiter, die Journalistinnen und Journalisten, die für euch schreiben? Habt ihr dort auch so eine Diversität drin? Ja, also haben wir schon. Mir ist es sehr wichtig, dass wir nicht nur eben
junge Hüpfer haben, sondern auch, wir haben Leute wie zum Beispiel Helen Echerli oder Claudia Senn, das sind zwei Autorinnen, die sind einfach seit über 20 Jahren dabei, unsere Produktionschefin auch, also da haben wir durchaus auch eine Diversität in den Themen dann, das ist mir auch sehr wichtig, darauf möchte ich auch auf keinen Fall verzichten, weil sonst, ich möchte nicht, dass wir dann nur aus einer Bubble rausarbeiten. Genau. Das wäre, glaube ich, fatal auch. Und wie ist das, arbeiten bei euch auch Männer? Ja. Oh. Nicht sehr viele. Also unser Beauty-Chef ist ein Mann, okay. Der ist auch seit über 20 Jahren dabei, Niklas Müller. Dann Sven Broder ist unser Reportagenchef, der ist auch ein Mann. Ja, er ist auch ein Mann. Ein Mann, sehr feministisch, ein absoluter Feminist, ja. Der eben, natürlich habe ich mit ihm ständig auch diese Diskussion, wo, was ist denn die neue Rolle des Mannes, wo müssen wir da ansetzen und ja, also wir haben ein paar, unser Modepraktikant, also ja, und interessanterweise haben wir auch fast ein Viertel unserer Leserschaft ist männlich. Ah. Und das sind nur die, die es zugeben. Ja, yeah, genau. Was, Annabelle, lese ich nicht. Lese ich nur von meiner Frau. sehr schön. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über Chefin sein. Mhm. Weil das ist ja sowas, da wird man ja auch nicht geboren. Und wie hat sich deine Rolle verändert? So von, du bist ja stellvertretende Chefredakteurin gewesen, genau. Und hast dich dann, das ist sicher organisch, so ein bisschen passiert, ja. Dann, aber was hat sich verändert? Also, ich bin sehr jung ja in eine Führungsposition gekommen, damals eben als stellvertretende Chefredakteurin. Das war jetzt vor 6 Jahren, also mit 28, ja, so jung jetzt auch. Aber na ja. Schon, vor allem wenn man auch Seniors dann hat in seinem Team, die halt irgendwie 20 Jahre oder noch älter sind. Und das war schon auch eine Lernkurve, glaube ich. Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht versucht, so zu tun, als wüsste man alles, wenn man es nicht weiß. Und ich bin überhaupt kein Fan von so Micromanaging. Also ich glaube, ich habe mein Team so aufgestellt, dass die besten Leute am richtigen Platz sind. Und dann muss man die auch machen lassen und nicht überall denken, ich muss da noch überwachen und nachfragen und so, das und es funktioniert super. Geht's gut? Ja, also musst du mein Team fragen. Aber ja, natürlich. Aber hast du schon mal Situationen gehabt, wo du es verflucht hast, dich Chefin zu sein, wo du gesagt hast, ich möchte eigentlich im Moment viel lieber einfach mal eine unwichtigere, also wichtig und unwichtig will ich so nicht sagen, Entschuldigung, aber eine andere Position, mit der ich nicht entscheiden muss. Ja, und zwar, wenn es darum geht zu schreiben, weil das ist ja eigentlich meine Leidenschaft. Klar, wenn man als Journalistin irgendwann aufsteigen will, gibt es eigentlich nur Ressortleiter und irgendwann Chefredakteur. Und manchmal vermisse ich einfach das Schreiben oder so auf dem Feld sein. Das muss ich immer gut darauf achten, dass ich mir das hole ab und zu, weil das ist einfach die Leidenschaft, die eigentliche Arbeit, das Blatt machen. Das. Richtig. Und da muss ich schon manchmal schauen, dass ich dann nicht nur noch ins Managen komme, sondern wirklich so am Mensch, an der Frau arbeiten kann. Sagst du denn dann, wenn ihr besprecht, also wie ist so ein Alltag bei euch in der Annabelle? Willst du mir vielleicht mal so ein Tagesablauf, wenn du so einen normalen Tag hast, also jetzt vielleicht nicht den ganz normalen, sondern einen, wo es ein bisschen ums Planen geht oder ums neue Blatt mir zu erzählen. Also jetzt mit Covid ist nochmal alles anders, aber wir haben auch zum Beispiel den Relaunch ja komplett aus dem Homeoffice gemacht, was auch schon anspruchsvoll war. Also morgens hat das Online-Team die Online-Sitzung, die machen es jeden Tag, weil man da so schnell reagieren muss. Mhm. Wir haben einmal in der Woche eine publizistische Sitzung, wo die Ressortleiter dabei sind, wo wir so ein bisschen auf den Mix achten, was kommen für Geschichten, wie passt das zusammen, wo ergibt sich vielleicht ein Special oder ein Sonderheft oder so. Und dann haben wir in den Ressorts einfach Themenkonferenzen, also die Reportagesitzung, die Modesitzung und die Lifestyle-Sitzung. Mhm. Und ich bin eigentlich bei allen oft dabei, sofern es geht. In der publizistischen Sitzung bin ich immer dabei. Mhm. Ja. Und sonst
habe ich einen Haufen gut zum Druck, immer dicht durcharbeiten. Ja, viel Administratives, ne? Ich weiß es ja selber auch. Genau. Und dann haben wir natürlich auch, ich habe auch relativ viele Termine mit Kunden, mit unseren Werbekunden, wo man schaut, wo sie ihre Neuheiten erzählen, wo wir schauen, wo ist eine spannende Geschichte für uns, aber auch im Moment fehlt mir das sehr, das Reisen auch zu Fashion Weeks und so, das ist halt auch nochmal der, für mich sehr wichtig, weil man da einfach so den Puls spürt, wo sind wir gerade im Lifestyle-Segment und das funktioniert einfach nicht so gut digital. Nein, das ist so. Nicht das Gleiche. Man hat den Austausch nicht, auch mit den internationalen Kollegen. So. Wie ist denn das, was schreibst du am liebsten? Also wenn du dir was aussuchen kannst beim Blatt und sagen kannst, das möchte ich gerne schreiben, was wäre das dann? Ich schreibe am liebsten Porträts über tolle Frauen. Mhm. Porträts und Interviews. Also in unserer Relaunch-Issue habe ich Jane Birkin interviewt. Ein absoluter Traum, so ein Vorbild für mich. Mhm. Und eben vor allem im Kulturbereich, weil ich ja auch aus dem Kulturjournalismus komme. So habe ich eigentlich angefangen, über Musik zu schreiben, über Kunst, über Mode. Da aber schon sehr nah beim Mensch. Und Meinungen, also das versuche ich auch in meinen Editorials, dass ich da doch auch eine Haltung an den Tag lege und nicht einfach nur auf Seite 3 finden Sie. Okay, ja. Wie ist deine, weil du von Haltung sprichst, das ist ja ein gutes Thema insgesamt. Wie siehst du dich und deine Haltung im Spannungsfeld mit Mode, Politik und Publizistik? Wo ist da Jacqueline Krause-Blume? Im Spannungsfeld zwischen, wie meinst du das genau, Musse? Naja, du bist Chefredakteurin oder Chefredaktorin und du bist eine Privatperson und du hast eine gewisse Haltung, auch dadurch, dass du genau diese moderne Frau verkörperst mit Arbeiten, trotzdem nicht auf Kinder verzichten wollen, einen Partner haben und du führst ein Magazin, was sich positionieren will, auch politisch in der Gleichstellung. Und was für eine Frau bist du? Welche Haltung trägst du in dir? Wie selbstverständlich siehst du die Frau heutzutage? Also, das ist so eine große Frage. Ja, ich finde, ich möchte gerne die Haltung haben, dass ich ich weiß immer sehr klar, was ich will, für was ich stehe, glaube ich, aber mir ist es sehr wichtig und da kann ich auch noch mehr dran arbeiten, andere Ideen auch zuzulassen und dass, ja, einfach, dass die Frau hat so viel, wir Frauen heute haben so viele Facetten, es ist so viel möglich, es ist eigentlich fast zu viel möglich, sodass wir uns manchmal ein bisschen verlieren, aber was ich halt, es ist gerade ein bisschen aktuell, ist dieses, wir reden die ganze Zeit von Sisterhood und auch wieder Lila Well und wir Frauen müssen uns vereinen und so weiter. Aber da ist immer noch so viel Verurteilen, so viel Vergleichen, Bewerten. Und ich glaube, da müssen wir auch dringend ansetzen, dass man halt, ja, das, wenn man als Mutter 80-100% arbeitet, ist man eine Rabenmutter. Oder wenn man nicht 6 Monate stillt, dann ist man egoistisch. Oder es gibt so richtig viele so Mythen, die da ist es auch ein bisschen, glaube ich, unsere Arbeit da auch ein bisschen, ja, vielleicht auch noch diversere Lebensstile auch abzubilden. Ja. Und divers wollen wir auch das Körperbild der Frauen angehen. Ich habe so ein, in der, mit dem Relaunch ein neues Gefäß haben wir geschaffen, das heißt Bodybuilding. Da fotografieren wir immer eine Frau nackt. Sehr, sehr schön, aber doch sehr real. Also da wird man Narben sehen, da wird man Zellulite sehen, da wird man auch Hängebrüste sehen, alles der einfach der weibliche Körper, so wie er ist, wird gezeigt und wir sprechen mit den Frauen über die Beziehung zu ihrem eigenen Körper. Und es ist so spannend, wie einfach mal jede Frau so eine tolle Geschichte, also so viele Geschichten auch zu erzählen hat, die mit ihrem Körper zu tun haben. Das finde ich ein richtig gutes Gefäß. Ja. Wer hat sich denn das ausgedacht?
Naja, oder ist das? Das könnte von mir sein. Ja, super aber auch Idee. Toll. Meine Kollegin Barbara Lob, mit der ich sehr gut zusammenarbeite, mhm. die ist Lifestyle-Chefin. Ich glaube, das kommt so ein bisschen aus unserem Köcher. Und sag mal, gibt es denn genügend Frauen, die sich dafür auch ausziehen? Also, oder ist das, gestaltet sich das herausfordernd? Ja, wir haben das anonym gemacht. Also, beziehungsweise jeder, der möchte, darf sagen, hey, mein Name soll da nicht stehen. Mhm. Und es ist auch ohne Gesicht. Ach, also es ist zum Beispiel ein Porträt oder von hinten oder der Kopf ist halt einfach gecroppt. Nee, und jetzt haben wir schon Bewerbungen von Leuten, die gesagt haben, hey, wie toll, da möchte ich auch mitmachen. Da haben wir eine ganz tolle Frau, die im 9. Monat schwanger ist, die uns halt da... Da passiert ja auch so viel mit dem Körper. Beide wissen. Ja. Genau. Also, habe ich deine Frage beantwortet? Ja, nein, also die war sicher sehr komplex und du bist super eingestiegen und hast es sozusagen reduced to the max. Genau so, wie du das auch mit deinem Magazin machst. Das ist das zeichnet dich aus, muss ich sagen. Das finde ich sehr gut. Du machst auch Musik. Ja. Darüber würde ich gerne ein bisschen was wissen, wie du musizierst, wann du dir die Zeit dafür nimmst. Also, ich habe auch Musik und Schauspiel studiert sogar. Und war schon immer, bin ich so, das ist meine Leidenschaft, noch viel mehr als Schreiben eigentlich. Und ich glaube, dass ich vielleicht auch deswegen im Job ganz gut vorwärts gekommen bin, weil ich nicht so verkrampft war, dass das mein einziges Ding ist, sondern ich habe immer noch die Musik gehabt und wenn ich schreibe Songs, also ich spiele Gitarre und singe auf Englisch und leider habe ich einfach oder nehme ich mir einfach viel zu wenig Zeit. Seit meine Tochter geboren ist und seit ich diesen Job habe. Und ich nehme es mir aber fest vor, dass ich da wieder mehr Gas gebe. Dass du dir so Inseln schaffst vielleicht ja, auch. Ja, ne? Weil es auch so schön, also das ist einfach so, ich vergesse nirgendwo so die Welt und alles um mich herum, es klingt so kitschig, aber es ist echt so. Ja, wenn es so ist, dann darf es auch kitschig klingen, dann ist es einfach so. Und ich bin... habe ja auch als Musikjournalistin gearbeitet. Also so bin ich eigentlich in Journalismus gekommen. Deswegen, da bin ich immer, das ist mir super wichtig, auch in Annabelle, die Popkultur, die Musik. Es gibt so viele tolle Frauen und Menschen, die Leute so berühren. Und ich merke das so stark jetzt in diesem Corona-Jahr, wie mir das fehlt, auch an Konzerte zu gehen. Dieser Austausch, das gibt es einfach nirgendwo, dieses Unmittelbare, dieses Intime. Aber diese Chemie, die da auch abgeht, ne? Also was da für ein Energieaustausch stattfindet. Und wie du dich danach fühlst oder diese Minute, diese Sekunde vor dem Applaus und das ist alles so lebendig und ich, Hast du denn Bühnenerfahrung wirklich auch? Ja. Hast du auf der Bühne gestanden mit deinem Gesang, mit deiner Gitarre? Ja. Ja, dann weißt du natürlich genau, wie sich das anfühlt. Ich weiß es auch. Ich habe nämlich das auch studiert und auch auf der Bühne gestanden. Das fehlt einem dann sehr, ne? Dieses total. Ganz Direkte. Ja. Und wieso, wie kamst du dann, es würde mich jetzt interessieren, wie bist du sozusagen in den Musikjournalismus gerutscht? Und es war so, dass ich, ich habe studiert, also Musik studiert und musste halt Geld verdienen. Und dann dachte ich so, ja, was könnte ich denn noch? Ich könnte doch über Musik schreiben. Und dann dachte ich, ja gut, ich gehe mal zum Rolling Stone. Gleich hast du groß gedacht. Yeah. Right. Natürlich hat der Rolling Stone nicht auf Jacqueline Krause-Blouin gewartet, die keinerlei Erfahrung hatte. Und dann habe ich aber die Idee gehabt, dass ich mich da bewerbe auf eine andere Stelle. Also beziehungsweise ich habe mich aufs Praktikum beworben in der Redaktion, habe es aber nicht bekommen, weil ich ja nichts vorzuweisen hatte in der Hinsicht. Habe mich dann beworben auf eine Stelle als Assistentin der Geschäftsleitung. Das war voll der Plan, dass ich dann so rein sneake. Und dafür warst du dann wie geboren. Ja, und dann musste ich halt so Döner holen und wirklich. Und
Und Nasenspray. Ich musste immer Nasenspray haben. Ich will das. Ja, aber dann war halt die Idee so, ja, dann bin ich da im Umfeld und dann lerne ich die kennen. Und dann bei einer passenden Gelegenheit präsentiere ich ihnen dann mal so einen Artikel. Ja, so cool. Und das hat das geklappt? Hat voll geklappt. Echt? Ich habe es dem Chefredakteur gezeigt, hey, hier. Das kann ich free of auch charge übrigens. Ja. Du kannst damit machen, was du willst. Und dann fand das richtig gut. Es war ein Artikel über das Chelsea Hotel damals. Und das wurde dann publiziert und so bekam ich dann das Praktikum dann doch. So clever. Und bin dann in die Redaktion gekommen. Ja, so voll quer eingestiegen. Super, ja. Sehr schön. Und jetzt guck, wo du bist. Ja. Also das genau. Ist auch wirklich wahnsinnig, ja. Und wie ist damals das dazu gekommen, dass du stellvertretende Chefredakteurin geworden bist? Sind das so Momente im Leben, wo einfach man am richtigen Ort ist, zur richtigen Zeit? Und natürlich kann man was. Das ist die Voraussetzung sowieso. Aber ich brauche ja auch immer noch so ein Quäntchen. Ich glaube schon. Also es war so, ich war damals in Berlin und dann war ich bei Spex. Da habe ich die Mode betreut, Mode und Popkultur. Und Annabelle wollte einen Zweitabdruck einkaufen von einem Artikel, den ich geschrieben hatte. Und das haben die dann auch gemacht und so kam der Kontakt und dann war zufällig eine Stelle als Lifestyle-Redakteurin frei und kam ich so ins Spiel. Und dann haben sie mich gefragt, ja, könnten Sie sich zufällig einen Wechsel in die Schweiz vorstellen? Und ich so, ja, rein zufällig wohnt meine Familie hier, also let's hear it. Und dann war das ein super Gespräch damals mit Silvia Binkeli, die damals Chefredakteurin war. Und dann habe ich mich entschlossen, okay, ich komme wieder zurück in die Schweiz, obwohl ich es überhaupt nicht geplant hatte. Und dann war ich 2 Monate Lifestyle-Redakteurin oder 3 und wurde dann sofort stellvertretende Chefredakteurin, weil eben meine Vorgängerin, die war auch, glaube ich, 20 Jahre da, die hat dann, die Stelle wurde frei. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass das schon geplant war, dass diese Lifestyle-Stelle, das war nur so ein Test eigentlich, ob das auch passen würde. Und es hat dann gepasst. Mhm. Ja. Erzähl mir mal, wie Tamedia hat euch ja verkauft. Mhm. Dann war ein kurzes Vakuum. Ja. Und jetzt seid ihr seit kurzem bei Medienart. Genau. Und seid angedockt. Was würdest du sagen, hat sich verändert oder wo habt ihr was abgestreift und was neu aufblühen lassen? Ja, also das war eine sehr schwierige Zeit, als wir da auf den Markt eigentlich geworfen wurden, weil wir einfach keine Ahnung hatten, was da kommen würde, wer da kommen würde, ob überhaupt jemand kommen würde. Und für mich war das auch eine spannende Zeit, weil ich war da involviert in die Gespräche mit den potenziellen Käufern, da habe ich auch ehrlich nochmal viel gelernt. Und dann bekam eben Medienart den Zuschlag und wir wussten nicht so richtig, was bedeutet das denn jetzt? Behalten wir alle unsere Jobs und so weiter? Nachdem ja Tamedia schon eine große Sparrunde gestartet hatte vor dem Verkauf. Und jetzt kann ich echt sagen, im Nachhinein ist es für uns ein absoluter Glücksfall. Sage ich echt nicht einfach so, weil wir einfach merken, okay, diese Identifikation, die sind so stolze Besitzer und wir sind nicht eins von vielen Produkten, sondern wir sind so. Und vor allen Dingen seid ihr gewollt. Ja, richtig. Ihr seid ausgesucht. Ja, und einer unserer Verleger, Valentin Kehlin, der hat ja auch mal ein ganz vor Jahren bei Annabelle ein Praktikum gemacht. Also da auch so eine Beziehung. Ja. Und jetzt nach dem Covid ja noch umso mehr, weiß ich ehrlich nicht, was mit uns passiert wäre, wenn wir in einem großen Konstrukt als Special Interest Magazin doch, also unsere Konkurrenz Style wurde eingestellt in dieser Zeit, insofern keine Ahnung, wie das bei Medienart merke ich einfach das langfristige Denken. Ich merke auch, dass dieses ist ein Unternehmen, das ist nicht an der Börse. Es muss nicht jedes Quartal schauen, sondern das ist halt ein KMU, ist ein ganz anderes Involvement von den Verlegern. Und ihr habt ja auch ein
tollen neuen Ort, an dem ihr euch befindet. Macht das auch was mit euch, diese, oh, ja, dass das einfach jetzt so zusammenpasst? Das war jedenfalls mein Gefühl, als ich, ja, euch besucht habe. Ja. Ja, total. Also für mich war das wirklich so, okay, jetzt dürfen wir uns unser Haus einrichten. Ich habe auch alles ausgesucht, bis zu den Wasserhähnen, alles selbst ausgesucht. Und zwar ist einfach nicht einfach so ein Büro, wo man reingeht, sondern, ja, wirklich so zu Hause, ein Ort. Für, ja, ja, genau. Und ey, ja, also es ist wirklich, es ist auch so ein bisschen nach dem New Work Modell. Also keiner hat fixe Arbeitsplätze, sondern man steckt sich ein, wo man gerade Lust auch hat du zu nicht arbeiten. Nee. Ich bin auch überall. Und vermisst du das nicht, den Rückzug? Oder, ja klar, jetzt ist natürlich Corona. Jetzt kann man ist nochmal anders, so, ja, richtig sagen, ne? Also das Einzige, was ich unbedingt wollte, war so eine Besprechungsbox, die ist auch schalldicht, falls ich mal anrufe, die halt nicht jeder hören soll, führen muss. Aber sonst, nee, mir ist das, ich bin total gerne so in der, mitten in der Arbeit, im Blatt machen, im hey, hast du das gehört? Oh, wir müssen mal was dazu machen. Oder einfach so das, ja, ich liebe einfach diesen Redaktionsalltag. Mhm. Ich muss mich da nicht einsperren in ein, ja, Einzelbüro, ja, wo man klopfen, toll, muss. Ja, super. Und hast du denn jetzt deine stellvertretende Chefredaktorin ausgewählt? Oder wie, ja, ist das, hat sich das ergeben? Ja, ich habe sie ausgewählt, Kerstin Hass. Also ich habe die ganze Chefredaktion neu aufgestellt. Wir sind jetzt 4 Mitglieder in der Chefredaktion. Das ist unsere Lifestyle-Chefin Barbara Lob, Kerstin Hasse, eben meine Stellvertreterin und Online-Chefin, und Sven Bruder, der ist Reportagenchef. Und ich finde es ziemlich gut aufgestellt, dass wir so, ja, wir sind, glaube ich, sehr divers auch in der Chefredaktion. Es wird manchmal auch leidenschaftlich in den Diskussionen. Aber ja, ich glaube, es funktioniert recht gut. Alle Ressorts sind auch vertreten. Ja, genau. Ja. Weil vorher hatten wir so eine große Trennung zwischen das Reportageteam, das Lifestyle-Team. Und für mich war das immer so, hä, das läuft doch ineinander rein. Warum ist das so separat irgendwie? Und das wollte ich sowieso noch, ist auch eines meiner großen Ziele, dass das ja, alle machen alles, ne, irgendwie. Mhm. Ja, genau. Ja, sehr schön. Wie viel seid ihr insgesamt? Wir sind jetzt 26. Und seid ihr sozusagen parat für mehr? Oder ist das jetzt erstmal so, wie es sein soll und bleibt so lange so bis? Also du meinst jetzt von der Anzahl? Ja. Also ich bin immer parat für mehr. Ich habe auch noch viele Ideen für die Weltherrschaft. Nein. Ja. Sehr gut. Aber das ist doch super. Also ich finde, das ist jetzt eigentlich fast so ein richtig gutes Schlusswort. Oh, Jacqueline ist bereit. Das wird natürlich die Headline. Nein. Also, aber trotzdem nehmen wir das als Schlusswort. Es hat mich so sehr gefreut, dass du hier warst. Ich könnte mich ehrlich gesagt noch stundenlang mit dir unterhalten. Gleichfalls. Vielleicht wiederholen wir das. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen monatlichen Podcast. Jederzeit. Mit Jacqueline und Anna. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Danke dir, Anna. Dankeschön.